Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ja, hallo, hallo, ihr Lieben. Es ist kurz vor Mittag. Ich habe jetzt zwar meine Zähne, aber ich habe noch große Schwierigkeiten gerade. Hoffentlich der Wind nicht mehr so doll. Ja, ich habe noch Probleme mit dem Sprechen. Ich hoffe, dass sich das noch legt ein bisschen. Was schlimmer ist, sitzt nicht wirklich gut im Moment. Und ich habe Schmerzen. Ja, es ist also, hat lang gedauert, das Einpassen hat lang gedauert. Und nach dem ganzen Heckmeck passt es immer noch nicht wirklich richtig gut. Ja, ich weiß auch nicht. Ich muss morgen da wieder hin zur Kontrolle. Und kann nur hoffen. Wobei ich wüsste nicht, was morgen für ein Wunder passieren sollte. Ja, optisch sieht es gut aus. Ich zeige es euch aber jetzt nicht, weil ich einfach so schlecht drauf bin gerade heute. Ja, wunderbarer Herbsttag heute, muss man wirklich sagen. Und es ist auch nicht mehr so kalt. Heute Morgen war es richtig bitterkalt. Also, ich habe richtig gefroren, muss ich sagen. Ja, es ist jetzt auch nicht richtig warm, aber es ist schön. Es ist Herbst, gell? Es ist Herbst. Ja. Nein, ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen rumlaufen. Richtig besen. Ja, Mädchen, fein machst du das. Eieieiei, gut, ist gleich. Aber nicht ganz so weit. Bleib auf der Wiese, gell? Die letzte Pusteblume. Und doch tatsächlich noch ein Gänseblümchen. Oh, wie schön. Hier blüht noch einiges in dieser. Auf der ganz hinten noch eine schöne Sonnenblume. Ja. Ja. Es ist wirklich ein schöner Tag. Guck mal, hier haben sie noch mal Gras geschnitten. Warte auf Petra, bitteschön. Ja, hier unten der Weg hat den Vorteil, sie kann fast die ganze Zeit freilaufen. Ah, nicht so schnell, ich bin nicht so schnell heute. Bin doch alt und kröckelig. Und dick und fett außerdem. Puh. Ah, muss ich doch noch mal wieder ins Wasser, ein bisschen schlappern. Alles gut. Ah ja, kleine Maus da. Nee, was? Ui, da ist Matschi. Ui, da ist sie schon wieder. Uiuiui, matschige Beine hast du jetzt, gell? Matschige Fies. Mädchen, wollen wir langsam zurückgehen? Ich bin ziemlich fertig. Ja, wollen wir langsam zurückgehen? Ja, liebes Mädchen, ich weiß. Leben ist so langweilig bei mir. Ich muss einen zweiten Hund haben, es hilft nichts. Ich habe es heute gesehen, in der Praxis sind zwei Hunde. Die haben im Garten getobt und getobt. Die ganze, über anderthalb Stunden war ich da. So lange haben die da gespielt, so wunderbar. So wie Tara früher mit Mira oder Mia. Die konnten ja auch, als sie jünger waren, haben die ja stundenlang gespielt. Das macht ja auch den Hunden dann viel Freude. So, Gott sei Dank, da ist der Wagen. Okay. So, ihr Lieben, hallo, hallo. Das haben wir wieder. Es ist schon Nachmittag. Ich habe mir gerade ein bisschen Ruhe angetan, weil ich ziemlich Schmerzen habe. Die Zähne sitzen nicht wirklich, passt nicht wirklich und es ist alles nicht sehr angenehm. Und ich bemühe mich nicht zu lispeln und zu aber es ist sehr schwierig gerade im Moment noch. Ich bemühe mich. So, das hatten wir jetzt zusammen gemacht, vorne und hinten. Das gefällt mir ganz gut. Wartet kurz. Das habe ich jetzt eingeklebt, gefällt mir jetzt so auch ganz gut. Ne? Und damit hören wir auf. Finde ich auch ganz schön. So, jetzt haben wir Folgendes. Jetzt habe ich ja hier diese ganzen Nummern. Die wollte ich gerne verwenden. Wobei ich jetzt überlege, ob ich vielleicht einfach die Nummern reinschreibe. Notfalls könnte ich sie ja wieder 2... Mal eben aufpassen. Da schrieb jemand, das wäre ein dünnes Ringbuch. Da würde man nicht drauf basteln können. Das ist kein dünnes Ringbuch. Das ist ein Fotoalbum. Das ist relativ dickes Papier. Hab's auch mehrfach erwähnt. So ist es nicht. Man kann es in der Kamera vielleicht nicht erkennen, aber gesagt habe ich es mehrfach. 6, 7. Ihr wisst gleich, warum ich das mache. 8, 9,
10. Uiuiui, da werde ich 67. Wie schrecklich ist das denn? 12. Ne, 11, ne? 11, 12, doch, doch. 13, 14. Doppelseite. 15, 16. 17. Ja. 18. 19, 20, 21, 22, 23, ich muss immer gucken, dass ich keine zwei Seiten habe, 24, 25, 6, 27, das sieht man schlecht, 27, 28, 29, 30, 31 und 1. Und dann hätten wir hier noch ein paar Seiten übrig. Ich reiße die noch nicht raus, falls aus irgendwelchen Gründen mir vielleicht ein Fehler unterläuft oder irgendwas. Ne? Ups, da haben wir jetzt schon eine Nummer verloren. Wie haben wir das denn jetzt geschafft? Sag mal. Petra, das gibt's. Ne, da ist sie. Hier ist sie. Wir müssen das mal eben irgendwie ordentlich machen, dass wir das nicht wieder verlieren. Wisst ihr was? Wir schneiden das mal durch. Dann lege ich das in das Buch ein. Dann kann ich die nicht verlieren. Denn diese einzelnen Nummern, die verliert man nämlich ruckizucki. Ne? Die lege ich mal hinten in das Buch ein. So, dann wissen wir, wo die sind. Wir wollen jetzt schon mal hier. Das habe ich noch nicht. Ich habe das Buch auseinandergenommen. So. Und wollte ganz gerne. Das ist zum Beispiel Heiligabend, ne? Definitiv Heiligabend. Wollte schon mal so einlegen. Oh, das ist ja richtig kalt hier in der Bude. Einlegen, wo ungefähr die Sachen hingehören könnten. A Victorian Christmas. Das könnte man dann. 24. Warte mal, 25. vielleicht so zum Ausklappern machen. Moment. So, Victorian Christmas wäre 25. Hatten wir nicht, ich lege jetzt mal hier das so raus, hatten wir nicht noch irgendwas mit Weihnachtsbaum? Wollen wir schauen. Dann haben wir so kleine Sachen, die sind sehr, sehr schön. The Holy King, da haben wir auch noch so kleine Sachen, die wollen wir mal nicht. Verbummelt man schnell, ne? So ist es, ne? The Yule Log. Burning a Log. Und Christmas Eve. Auch Christmas Eve. Christmas Eve. New Favorites. Carols sung by. Das ist nochmal Home for Holiday. Ich muss ihn mir mal einfach so hinlegen, sonst komme ich der Sache nicht. Da haben wir 12 Nights. 12 Nights. Wann fangen die denn an? Das wollte ich ausschneiden für Nikolaus, habe ich gedacht. Wartet mal, das wäre ganz schön. Das schneide ich mir für Nikolaus aus, wenn ich das schaffe, die 6 aufzuschlagen. So, das kann ich auf jeden Fall schon mal reingeben. Oh, da haben wir auch Nick. Da haben wir. Das ist Father Christmas. Hm. Dum dum da di da di da da di 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 da di
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Drury Lane. Grand Christmas Pantomime. Pantomime. Die können wir jetzt einfach irgendwo reindonnern, ne? Dass wir die verteilt reindonnern. Charles Dickens können wir auch hier am Anfang irgendwo mal unterbringen. Oder auch ruhig etwas später. Warte mal, hier so 20. rum vielleicht. Dann haben wir hier noch ein Christmas. Christmas Tree. Meine Güte. Ja, Christmas Tree. Dann müssten wir hier am 24. noch irgendwie, ne? Ich lege mal so da rein. Dann haben wir noch hier Charade. Spiele. Schmeiße ich jetzt beim 13. mal rein. Dann haben wir Pantomime. Wir suchen jetzt irgendwelche Sachen, wo wir was reinwerfen können. So. Dann haben wir noch dieses hier. Pantomime hatte ich doch gerade. Warte mal. 13. Moment, war 13 Pantomime? Nein. Ach Mensch. Das gehört nämlich auch nicht. Sag mir bitte, wo ich das reingetan habe. Petra wieder. Wisst ihr es zufällig? Bitte schön, wisst ihr es zufällig? Habe ich es denn? Ich muss es reingetan haben. Irgendwas mit Pantomime. Warte mal. Home for Holiday Dickens. Da, Pantomime. Das gehört zusammen. Definitiv, gell? Dann haben wir hier den Toy Shop. Den können wir auch schon mal irgendwo reinschmeißen. Beim zweiten vielleicht sogar schon. Dann haben wir hier noch so ein, da weiß ich jetzt auch nicht, schmeißen wir mal hier rein. Die Carols können wir vorne lassen. Dann haben wir hier, gucken wir mal, was wir da haben. December. So. Das ist ja süß hier. Nee, das nicht. Ja, ich versuche jetzt nur alles irgendwie unterzubringen, was vielleicht tue ich das am 31. oder am 30. mal, am 31. mal mit rein. Was war das denn jetzt hier? Burning Remain. Christmas Eve. Wann ist denn Christmas Eve jetzt genau? Du warst schon Romanic Festival. Ich weiß das nicht genau. Ist das der Vorweihnachten oder ist das Weihnachten oder ist das der erste Weihnachtstag? Ich bin wirklich ungebildet, tut mir schrecklich leid. Christmas Eve. Na, tun wir es hier mal mit rein. Aber ich meine, ich muss es ja auch ein bisschen verteilen. Das nützt ja all nichts, ne? Man muss es ja ein bisschen verteilen, sonst hast du ja hinterher alles auf einen Knüppel. The Holy King habe ich noch. Midwinter, das können wir irgendwo. Nee, nicht auf meinem Geburtstag. Bitte schön nicht. Im 11. ist auch gut. Dann haben wir dies noch hier. 12 Nights Raising. Dann muss ich ja, die fangen ja am 25. Dann ist das, wann ist denn dann 12., ne? Oder 13. oder wann muss das dann hin? Wenn ich jetzt rechnen könnte, ich kann das nicht, ich bin zu dumm. Warte, ich suche die 12. Die 12 habe ich schon was. Da kommt dann dies rein, dann kommt das wieder raus. Okay, alles gut. Kommt das da rein? So, und dann haben wir hier noch was Leeres. Nee, immer noch mein Geburtstag. Nein, da überlegst du mir was anderes. So, schmeißen wir das da rein. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Erste, zweite. Dritte hat nichts, kriegt sowas. Vierte hat nichts, kriegt auch sowas. Oh, da komme ich nicht weit. Da komme ich nicht sehr weit mit. Jetzt machen wir mal von hinten noch ein paar rein, damit wir nicht ganz so doof dastehen, gell?
So, dann haben wir die Sachen schon mal weg. Paletti-mäßig. Die sind schon mal weg. Ja, ich muss vorher einiges vorsortieren, sonst komme ich ins Schleudern. 10. Dezember. Das wäre jetzt schön, wenn wir das vielleicht am 10. Dezember einlegen könnten, mal provisorisch. Ich habe mir gerade schon wieder Bücher für meinen Geburtstag bestellt. Ja, so ist das. Was machen wir denn mit dem schönen Papier? Habt ihr da eine Idee? Ebenezer Scrooge ist das. Ebenezer Scrooge. Und dann haben wir noch diese hier und diese hier. Und die haben wir auch noch hier. Die schönen Kerzen habe ich noch. Gucken wir, ob wir da irgendwas jetzt direkt von verwenden möchten unbedingt. Den kleinen Engel könnten wir auch noch nehmen. Hier. Dann haben wir... Oh je. Gucken wir mal, ob wir hier noch direkt was finden können. Das ist auch immer gut, das hier. Und den Wichtel nehme ich rein. Den Wichtel nehme ich rein. Aber hallo, natürlich, man macht dann Wachtel. Kerzen kann man immer gebrauchen. Engelchen, sowas können wir... Wissen wir noch nicht. Geburtstag, gell? Noch ein Engel, schön. Das ist schön. Hier, Blumen. Ich suche was. Ah, den nehme ich diesmal mit rein. Diesmal kommen sie alle mit rein. Hier, noch mehr Engel. Alle rein. Rein, rein, rein. Da haben wir noch so eine schöne Hütte. Auch schön, gell? Oh, ein schönes Engelchen. Und noch mehr Kerzen. Und Blumen und Kerzen. Uiuiuiui. Und ein Brief. Und dies und dies und dies und dies. So, okay. Oh, das ist schon eine Menge, was wir jetzt schon wieder haben, gell? Was ich aber suche, was ich auch rausgenommen habe, das weiß ich genau. Wartet mal, muss mich mal eben bewegen. Ah, das habe ich nämlich hier. Ah, das ist ja noch gar nicht im Spiel. Ja, das ist das, ne? Das ist das, was ich immer meine, ne? Man hat so viel. Man kriegt den Hals nicht voll, gell? Das ist auch hübsch, gell? Das ist auch hübsch. Und dies ist hübsch. Und das ist hübsch. Und das ist hübsch. Und das ist hübsch. Und das und das. Und das und das. Alles rausge... Oh, die Vögel nehme ich rein. Auf jeden Fall Vögel und Kerzen. Oh, du Fröhliche, dir. Oh, du Fröhliche. Entweder nehmen wir das oder wir nehmen das. Müssen wir noch überlegen. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir gucken. Besinnlich. Das ist auch schön gemütlich, gell? Das finde ich auch hübsch. Ich suche was Spezielles, deswegen dauert das jetzt. Moment, bis einmal. Da weiß ich noch nicht genau, was ich dann... Das vielleicht, das Herz. Das ist draußen, das ist auch schön. Da habe ich es gefunden. Da-di-da-di-da-di. Zauberhafte Weihnachtszeit. So, da habe ich es auch gefunden. Da habe ich noch ein Vögelchen. Noch mehr Vögelchen. Vögelhäuschen. Vögelchen. Oh ja, die kommen rein. Die kommen alle rein. Macht euch keine Gedanken. Die kriege ich irgendwie da rein. Dann haben wir hier Kerzen. Ein Lichtlein brennt. Wann ist denn der erste Advent? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Es brennt ein. Das finde ich auch schön. Wenn es Winter wird, singt die Seele. Das muss auch unbedingt rein. Das ist Werbung, kommt aber trotzdem rein, weil ich es sehr, sehr schön finde. Sehr, sehr schön. So, das brauche ich jetzt nicht. Die habe ich durchsortiert. Okay. Ist das alles anstrengend? Kinder, ist das anstrengend? Nein, nein, nein. Jetzt muss ich diesen ganzen Packen wieder einordnen. Ja, 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 ja. Ich habe ja nicht gesagt, dass das wenig wäre. Ich habe meine KI-Bilder noch nicht mal ansatzweise im Spiel, ne? Nur so Information halber. Und die ganzen anderen Papiere habe ich auch noch gar nicht im Spiel. So, bitte. Gartenpraxis, hier. Am 4. Dezember. Am 4. Dezember kommt das rein. Da guck mal, da haben wir das schon wieder frei. Können wir es irgendwo anders reinwerfen, donnern. Gartenpraxis, das schneide ich mir jetzt nett aus. Barbara zeigt. Gibt es Regen am Bibana-Tag, 2. Dezember, es noch 40 Tage regnen mag? Ei, der Pöks. Wollen wir das aufheben? Nee, oder? Doch. Schmeiß das nicht weg. Wer weiß, was noch alle kommt. Guck mal, sowas hebe ich jetzt mal auf, weil das einfach kurios ist, oder? Findet ihr das nicht?
Das kommt am 2. Dezember rein. Gemischte Nachrichten. So, wir wollen das mit den Barbara-Zweigen ganz gerne haben. Ja, das ist schön. Auf der anderen Seite ist nichts, ne? Nee, das war das auch, was ich haben wollte. Barbara-Zweige, finde ich ja toll. So, das schneide ich gleich gut aus. Sodass man es dann auch benutzen kann. Und dann hier auch noch mal kurz entlang. Ja. Ja. Ja, so, also das wollte ich unbedingt machen. Vielleicht mache ich dies ja mal einmal. Ich habe es noch nie geschafft. 4. Dezember, Barbara. Ich glaube, der erste Dings ist, glaube ich, jetzt habe ich es nicht mehr. Das finde ich auch so schön mit dieser, was wollte ich denn? Oder das sieht auch toll aus, gell? Hier sind schöne Sachen drin. Ich schneide das jetzt mal gerade aus. Ich habe ja noch eine andere. Ist das denn die richtige Schere, die ich hier habe? Ich bin mir nicht ganz sicher, ganz ehrlich gesagt. Habe ich die irgendwie verbummelt? Ne, das sind nur Bleistifte, was ich jetzt... Ah ja, ist okay, ich mache es jetzt so. Naja, es geht schon. Es ist nicht so wunderherrlich, aber... Ja, es geht schon. Schlicht und schön. Jetzt müssen Sie da was draufschreiben. Ich sag mal ganz ehrlich, als wenn ihr nicht ganz gescheit in euren Gehirnen seid, oder? Was soll das denn? Warum schreiben die da was drüber? Das will ich nicht. Ich möchte das nicht. Willkommen in der Weihnachtszeit. Das können wir doch gebrauchen. Solche Sprüche können wir gebrauchen. Die können wir gebrauchen. Auf jeden Fall können wir die gebrauchen. Ja, so suche ich mir jetzt alles Mögliche zusammen. Im Moment sieht das noch ziemlich chaotisch aus. Aber es hilft ja nichts. Ich muss erstmal alles auf dem Packen haben. Und deswegen habe ich das auch schon so ein bisschen so mit den Nummern durchnummeriert, damit ich ungefähr weiß, wo ich was hinstellen kann. Ist auch schön, ne? Ist auch schön. Ich aber trotzdem weg. Ja, ist schön, aber ich tue es weg. So. Willkommen, wenn es Winter wird. Ich hatte doch gerade irgendwas mit erste Kerze drin. Wir machen mal. Wartet mal ganz kurz. War das hier? Zeit der Lichter. Wobei, das ist schöner hier alles, ne? Das ist schöner. So, wir müssen jetzt Packen machen. Häufchen. Und zwar Häufchen machen, ohne das Buch zuzumüllen schon. Petra. Ein Lichtlein brennt, da habe ich es doch. Ich suche es und suche es. War der 1. Dezember, nicht ein Lichtlein brennt? Wisst ihr das jetzt? Zauberhafte Weihnachtszeit. Zauberhafte Weihnacht überall. Das können wir sogar reinkleben. Ja, ist das denn nicht? Das lassen wir sogar mit dem Rot. Ich wollte das eigentlich nicht, aber ergibt sich gerade ganz gut, gell? Zauberhafte Weihnacht. Kriege ich das jetzt ordentlich abgeschnitten? Nee, na, nicht wirklich. Kriege ich das hiermit vielleicht besser abgeschnitten? Ich versuche das jetzt gerade mal ganz kurz. Wenn, dann möchte ich es auch bitte schön ordentlich haben. Richtig schön möchte ich das alles haben. Wunderherrlich am liebsten. Jetzt hänge ich fest. Ups. Zauberhafte Weihnacht überall. Ja, man muss sich ja versuchen, gute Laune zu machen, wenn schon alles andere wieder nicht so doll ist, gell? Ich habe ziemliche Schmerzen, muss ich euch sagen. Ja, leider. Nein, es wird auch nicht wirklich weniger. Ich habe morgen natürlich wieder einen Folgetermin, klar. Ich hoffe, dass man da noch das ein oder andere vielleicht etwas verbessern kann. Ich mal eben das richtig einlegen. Aber so wie es jetzt ist, ist es nicht schön. Nein.
Zauberhafte Weihnacht. Ich könnte natürlich zauberhafte Weihnacht auch so machen, aber hier, ich hoffe, wir haben es noch drauf, ne? Wenn wir es hier machen, war zwar jetzt nicht geplant, passt das besser mit dem Rot, ne? Ich hatte erst so gedacht, man schmeißt es einfach so auf die Seite, dann würde ich das Rot wegmachen, weil sich das mit dem anderen Rot nicht verträgt. Ja, das sind so Feinheiten, ne? Da guckt man dann am besten mal vorher nach. Und dann haben wir hier Willkommen in der Winterzeit. Ja, das hatten wir schon. Zauberhafte Weihnachtszeit haben wir hier. Wenn es Winter wird, singt die Seele. Das schneide ich auch noch mal ein bisschen ordentlich, gell? Ist das denn schon mal glatt geschnitten? Warte, lass mich mal gucken. Nee, ist nicht wirklich gerade. Ist nicht wirklich gerade. Nee, Petra. Nein. Das ist nicht gerade. Ist das jetzt gerade? Schlimm. Ich kann es nicht erkennen. Ja, ich werde auch mein Haus schmücken wieder, wie jedes Jahr Weihnachten. Also mein Haus ist übertrieben, also meine Wohnstube, die für da, aber die reichlich. Ja, muss was ab. Wie jedes Jahr. Wie gesagt, ich überlege sogar, ob ich dieses Jahr wieder die Krippe raushole. Die habe ich jetzt ein paar Jahre nicht draußen gehabt. Auch das letzte Jahr, als mein Mann schon im Hospiz war, hatte ich sie nicht aufgestellt und danach auch nicht mehr. Aber ich weiß, dass er sehr, sehr viel Freude immer daran hatte und deswegen überlege ich, ob ich es mache. Und dann hatten wir hier Willkommen in der Weihnachtszeit. Willkommen in der Weihnachtszeit. Also nee, alles kann ich ja noch nicht, ne? Das geht immer. Wann ist denn die Weihnachtszeit? Das ist ja alles die Vorweihnachtszeit, gell? Vorweihnachtszeit. Willkommen in der Weihnachtszeit. Ja, das können wir jetzt einfach willkürlich irgendwo hin tun, ne? Es ist ja nicht so, dass wir es nicht könnten. Ihr wisst, was ich glaube, dass ich mache. Wisst ihr, dass ich glaube, was ich mache? Ich glaube ja nicht, dass es wahr ist. So, 30. Moment. 1. Und dann schmeiße ich das mal hier rein. Vielleicht, so mit einer kleinen Kante raus. Willkommen in der Weihnachtszeit. Fängt die am 20. sagen wir mal an, so die schmeiße ich einfach mal rein. So, haben wir dann. Haben wir schon mal drin, ne? So, haben wir schon mal drin. Jetzt suchen wir mal eben die Vöglis raus, weil die kommen auf jeden Fall rein. Winterszene, Vöglis. Kerzen, Winter. Winter. Was? Oh, das sind aber wirklich große Kerzen hier. Muss ich mal. Wisst ihr was? Ich wäre noch viel besser aufgelegt, wenn ich nicht solche verdammten Schmerzen hätte. Könnt ihr euch das vorstellen oder? Nee, ne? Könnt ihr euch nicht vorstellen. Gott sei Dank könnt ihr euch das nicht vorstellen. Seid froh und dankbar, ja, dass ihr euch das nicht vorstellen könnt. So, da haben wir jetzt hier da die Vögel. Das halte ich jetzt mal so in der Hand, weil ich habe keinen Platz mehr. Oder ich könnte sie oben hinlegen. Naja, das geht schon. Vögel. Winter. Nee, das ist mehr so Deko, ne? Deko. Was habe ich denn da? Deko? Kerzen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Wie war das? So, ne? Ja. Deko, gell? Deko. Das finde ich auch hübsch. Grün zwar, ist sehr grün, aber trotzdem grün hübsch. Ja, da weiß ich nicht genau. Also das unten nicht. Das finde ich doof. Ja, genau. Ich überlegte, ob ich das vielleicht nehmen soll. Und das finde ich natürlich lustig, ne? Ich nehme das vielleicht mal so raus. Das kann ich auch eben schneiden hier. Das ist genauso schnell passiert. Genau, das kann man auch mal schneiden. Deko. Ja, also Essen ist nichts, ne? Kann ich euch sagen. Essen ist schwierig. Ja. Ja, es ist ja so, man kann nur eins haben. Entweder man ist hübsch oder man ist nicht hübsch. Und oh du Fröhliche, das können wir sofort einheften. Oh, du Seele.
Da kommt er rein. Auf jeden Fall. Das finde ich auch hübsch hier mit den Kerzen. Ich suche eine Vögel. Was haben wir hier? Deko können wir wahrscheinlich nicht alles gebrauchen. Ne? Das steht schon mal. Bin mir nicht sicher, ob ich mir sowas antun will. Naja, wir legen es mal zur Deko. Da gehört es hin. Aber ich habe gedacht, dass ich mir Blumen auf meinen Geburtstag schenke. Blümchen für Petra. Vielleicht bestelle ich mir wieder welche. Man weiß es nicht. Habe ich schon mal gemacht. Aber ist jetzt auch so teuer. Ne? Muss man auch sparen. Ne? Das ist nochmal Winter. Und der ist auch so schön, der Weihnachtsbaum. Dann haben wir Lichterglanz und Lichterglanz. Oh, die Blumen sind auch hübsch. Mal um 10. rum was reinschmeißen. Dann kann ich mir das aussuchen. Gucke ich gleich mal nach. Eine Kerze haben wir da. Und da haben wir immer 4 Kerzen. Und da haben wir nochmal Winter draußen. Da haben wir einen kleinen Weihnachtsbaum. Wie süß ist das? Und da haben wir Blumen. Oh Gott, ich kriege das gar nicht auf die Reihe hier. Da haben wir Engel. Jetzt haben wir auch noch Engel. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Oh, ist zu viel. Ah ja, die Wichtel sollen rein. Die Wichtel sollen auch noch rein. Das soll auch rein, auf jeden Fall. Das fand ich nämlich immer schon so toll. Und noch ein Engel. Oh. So, Engel. Engel. Weiß ich nicht mehr genau, was das jetzt war. Das. Vögel. Ich weiß nicht, wo. Ich muss jetzt was reinpacken, damit es wegkommt. Gell? Ich weiß nur nicht mehr, wo ich es ablegen kann. Auf dem Ofen darf ich nichts ablegen. Das ist heiß. Das ist Winter draußen, gell? Winter draußen, wartet mal, das können wir so um den... Ah ja, mein Geburtstag. Mein Geburtstag ist dann auch du. Hier, wir wollen auf jeden Fall das gerne hier reingeben. Was passt denn besser, das oder das? Das passt besser, aber ja doch, ich habe es ja eingesehen. Das passt besser, alles gut. Mein Geburtstag. Und hier... 30. schon mal. Warte mal, wir wollen mal vor. 24. 33. Hier. Da schmeißen wir das mal rein. Die Kugeln. Viele Leute stellen den Weihnachtsbaum ja erst später auf. So, dann haben wir gesagt, hier ist der erste. Wenn es Winter wird. Guck mal, wie schön haben wir das denn hier alles aufgehoben. Und da was Rotes dazwischen. Das sieht schön aus. Genau, hier ist noch ein Vögelchen. Können wir hier. So, diese Wintersache, planmäßig ist es jetzt so gedacht, dass wir die nach Weihnachten reintun. So der Plan. Warte mal, 25. 26. Dann können wir mal so langsam, aber sicher wieder... sagen, wir wollen uns mal um Wintersachen kümmern. Winter. Oh, es tut mir leid. Es ist nicht sehr effektiv, aber ich versuche hier ein bisschen Ordnung noch reinzubekommen, ganz ehrlich. Ich versuche es gerade sehr, sehr doll. So, dann schmeißen wir das Kleinzeug da rein. Jetzt haben wir diese schöne über. Was haben wir denn hier? Da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir das. Ich habe keinen Platz für die Blumen mehr. Nee, das kann ja nicht wahr sein, oder? Kann das denn wahr sein? Nee. Sei doch mal ehrlich, das geht doch gar nicht. Dass das nicht mehr geht. Ja, hier ist Platz. Okay, dann haben wir noch die Engel. Wir machen es jetzt mal anders. Ja, ich habe so viel Zeug, es ist furchtbar. Aber ich möchte es so gerne. Ich möchte es wirklich so gerne da alles reinbekommen diesmal. Auf irgendeine Art. So, die dicken Wichtel, die kommen da jetzt rein. Also jetzt ist mir es aber bald zu doll hier. Die kommen da jetzt rein. Ich habe mir das jetzt vorgenommen. So, was ist am 3. los? Sag mir, was am 3. ist. Nix. Guck mal. Kommt der Wichtel rein am 3. Am 3. kommt der Wichtel rein. Und dann suchen wir uns... anderen noch ganz zum Schluss irgendwo. 28.
29, 30 ist nicht leicht. Guck mal, da schmeißen wir den Kleinen auch noch rein. Gut, Wichtel sind weg. Dann haben wir Engel. Ja, ich schmeiße jetzt einfach erstmal alles rein, weil wenn ich das nicht vorher aufteile, ne, wie soll ich das machen? Dann fange ich an einzukleben, wisst ihr, und dann komme ich ganz ins Schleudern, weil dann fehlt mir hinterher alles Mögliche und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was alles bedeutet. Guck mal, das können wir doch mal jetzt wunderbar kombinieren hier. Da haben wir doch schon mal ein ganz wunderbares Bild. Das ist hier Niklaus. Niklaus, komm hinun. Das finde ich süß mit den Stiefeln davor, gell? Das ist der British Shop. Können wir alles verwenden. Guckt euch das an. Petra, die kann alles gebrauchen. British Shop. Die habe ich früher gerne mal bestellt. Heute nicht mehr. Ich muss ja immer sparen, wisst ihr ja Bescheid, gell? Ich bin ja arm. Ich bin ja arm. Kann man ja nichts machen. Ne? Es ist ja, wie es ist. So, Holy King, da passt das wunderbar dazu. Guck mal, das hat sich jetzt gerade so schön ergeben. Dann haben wir hier noch Engel. Da ist was drin. Wir haben bestimmt noch leere Seiten. Ich bin ziemlich sicher, wir haben bestimmt noch irgendwo leere Seiten. Nee, nicht wirklich. Finden wir. Ich finde was, ich sag's euch, ich finde was. Ich finde was, ich finde was. Da? Auch nicht. Hui. Ja, so geht das. 21. kommen die beiden Engel rein. So, hier haben wir immer noch Platz. Ja. Hier haben wir noch Platz. Platz, 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 Platz. Was haben wir denn hier? Da haben wir das. Die Pakete. Ach nee. Oder? Oder ach nee. Ja. Schmeißen wir nach mit rein. Was wir jetzt als nächstes haben, dann sind das die Vögel. Wisst ihr was? Ich mache jetzt Schluss für heute. Mir fehlt so ein bisschen auch gerade die Lust, weil mir alles so weh tut. Ich werde mir gerade noch mal genau nachgucken, wann erste und zweite und dritte, vierte Advent ist und so weiter. Und dann werde ich die Lichter reinmachen, also die Kerzen. Die Vöglein, die können wir ja alle mal so ein bisschen verteilen. Ne? Das ist ja, muss ja nicht auf einen Haufen sein. Ne? Wir haben eine Menge Vögel und das ist eigentlich ganz schön. Da können wir zum Beispiel zum Schluss nochmal das große Vogelhaus so ziemlich zum Schluss nochmal reinwerfen ins Getriebe. Ist das da schon der 31. Ja, genau. Der erste. Ich schmeiße es mal so beim ersten Mal. Erstmal, dann hat man es erstmal aus den Fingern, ne? So, dann haben wir hier noch zu sortieren und die Vögel noch. Also ihr seht, ich bin fleißig dabei, aber noch lange ist kein Ende in Sicht. Denn das muss ja alles dann nochmal nachsortiert werden, wenn wir dann mit den KI-Bildern anfangen. Und da muss ich ja überlegen, wie will ich das machen, um drin zu schreiben. Ich werde ja jeden Tag was reinschreiben, das ist ja klar, sonst bräuchte ich es ja nicht tun. Dann haben wir hier noch, wartet, wir sind nämlich noch lange nicht fertig. Dann haben wir hier diese ganzen Deko-Sachen haben wir hier noch, wo richtig tolle Sachen dabei sind. Die lasse ich aber mal hier auf der Seite liegen. Ja, so ist das. Da muss man halt durch, gell? Da ist... Naja, also ich finde es jetzt schon mal nicht so schlecht, wenn wir jetzt zum Beispiel das hier unten zum Beispiel, zauberhafte Weihnachten, dann mache ich mir hier so ein Schild, ne? Reicht doch. Und da sind die Zahlen, die darf ich nicht vergessen, dass ich sie habe. Ich habe noch irgendwas anderes rausgelegt, aber ich finde es gerade nicht wieder. Tut mir leid. Vielleicht habe ich es im Wohnzimmer noch liegen. Kann sein. So, für heute sage ich Tschüss. Drückt mir mal bitte die Daumen, dass es morgen so weit behoben werden kann, dass ich nicht mehr diese schlimmen Schmerzen habe am Kiefer überall. Und ist ganz schrecklich. Ja. Wer schön sein will, muss leiden, gell? Wisst ihr ja, wisst ihr Bescheid. Hätte die Olschke ihre alten Zähne drin gehalten, dann hätte sie die Quälerei nicht, ne? Ja. Ist egal, jetzt haben wir es angefangen. Jetzt hilft es ja auch nichts. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald, auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.